SPÖ-Fraktion, ist jetzt Petra Tanzl am Wort. Vor allem ist das Tempo zu langsam. Und Frau Kollegin Deckenbacher, ich verstehe schon, Sie kommen heraus und wollen alles schönreden, aber es hilft nicht, denn die Tatsachen schreien einfach wirklich laut. Ich möchte auch fortsetzen, was ich vorher begonnen habe. Herr Minister und die Regierungsparteien, sind Sie sich eigentlich dessen bewusst, dass alles, was Sie entscheiden oder auch nicht umsetzen, im Endeffekt auf Kosten der nächsten Generation geht? Kinder haben Recht auf Bildung und auf die beste Bildung. Und diese Situation jetzt ist hausgemacht. Das ist Folge von keinen oder von falschen Entscheidungen. Und allesamt, die entschieden worden sind, weder sinnvoll noch wirksam. Es war aber auch kein Wunder, wenn ich an meine Rede zum Budget für im Herbst 2022 für dieses Jahr erinnern darf. 2023 habe ich als Stillstandsbudget bezeichnet und ab 2024 ein Budget, das weit unter der Inflation ist. Es ist kein Fortschritt möglich. Das sieht man jetzt, das haben Sie damals bestritten, aber wir haben den Zustand jetzt so. Ich möchte noch einmal die Goethe-Resolution zitieren, wo steht, es gibt eine Flut an praxisuntauglichen Reformen und nicht evaluierten pädagogischen Innovationen. Damit sind wahrscheinlich die Deutschförderklassen, die MKD-Tests, die Sommerschule und so weiter gemeint. Ich kann mich nur immer wiederholen, was ich seit Jahren und in jeder Rede vermutlich angeführt habe. Wir brauchen Ziele und wir brauchen Lösungen. Mittelfristige, kurzfristige, langfristige. Die kurzfristigen wären, dass sie sofort eine echte Entlastung des Personals veranlassen, dass sie sich wieder um den eigentlichen Bildungsauftrag kümmern können, dass die Deutschförderklassen auf eine gute und sinnvolle Deutschförderung umgestellt wird, dass die Sommerschulen ausgebaut werden, um auch sinnvoll Angebote für die Vorbereitung, zum Beispiel für Nachprüfungen anzubieten. Und gratis Nachhilfe fürs ganze Jahr, das wären jetzt kurzfristige Maßnahmen. Langfristig, mittel- und langfristig brauchen wir aber, und da brauchen wir nicht herumreden, ganztägige, verschränkte, inklusive Schulen, die den Bildungsauftrag wirklich erfüllen können. Wenn man sich die nordischen Länder ansieht, und wir haben das heute schon mehrfach gehört, oder auch rot geführte Bundesländer in Österreich, soweit brauchen wir gar nicht schauen, dann liegen diese im Ranking weit voraus beim Aufbau, beim Ausbau und auch beim Schulbesuch. Wie viele Kinder dort die Schule besuchen? Ganz weit voran Wien, dann kommt das Burgenland und dann liegt Kärnten und alle ÖVP-geführten Bundesländer sind weit abgeschlagen dahinter. Sie haben noch viel zu tun in Ihrem Bereich, um das einmal anzuheben. Ganztagsschulen bürgen für Erfolg ohne Spaltung der Gesellschaft und wo jedes Kind bekommt, was es braucht, egal wo es herkommt oder welche Muttersprache es spricht. Ein flächendeckender Ausbau wäre mal ein echter Erfolg für unser Land, inklusive dem AK-Chancenindex, wo viele Probleme mit dem auf einen Schlag gelöst werden. Herr Minister, es braucht Geld dafür und ich hoffe, dass im nächsten Budget, im Herbst, das jetzt kommt, Sie sich dafür einsetzen werden, dass endlich etwas in diese Richtung weitergeht, denn die Kinder und die Jugendlichen haben sich das wirklich verdient. Wir wollen Bildungseinrichtungen, wo Kinder ohne Schultasche hineingehen und ohne Hausübung und Nachhilfe wieder herauskommen. Und dazu braucht es halt auch eine Veränderung des Systems und vor allem Investitionen in die richtigen Maßnahmen. Ich schäme mich eigentlich dafür, wie mit dem System umgegangen wird, mit den Pädagoginnen und Pädagogen und vor allem den Kindern und Jugendlichen umgegangen wird. Seit 2018 bewegen wir uns steil nach unten. Österreich hat sich ein modernes Bildungssystem verdient. Das hätten wir aber bereits. Es wurde heute angesprochen, dass alle Minister vor Ihnen schlechte Entscheidungen getroffen haben. Ich darf aber bitte erinnern, denn ich habe mich auch erkundigt, woran das lag. Wenn die ÖVP zu den Reformplänen vor 10 Jahren zugestimmt hätte, dann hätten wir diese verschränkten Ganztagsschulen bereits. Dann müssen wir jetzt nicht darüber reden, Frau Kollegin. Ja? Wenn die Leute außerhalb von diesem Haus wissen würden, wie unwichtig ihnen Bildung ist, würden sie sie nicht mehr wählen. Der dringliche Antrag der NEOS ist wichtig und richtig und auch wir sind der Meinung, dass die Schulen mehr Autonomie brauchen. Es muss jedoch unbedingt sichergestellt werden, dass sie in der Verwaltung und in der Administration entlastet werden. Und mit der Abschaffung der Bildungsdirektion sehe ich die Gefahr, dass noch mehr Verwaltung an die Schulen übertragen wird. Und da brauchen wir noch mehr Besprechungen und mehr Informationen dafür. Also dem Antrag werden wir jetzt nicht zustimmen, denn die Bildungsdirektion werden wir im Moment noch brauchen. Wir wollen
Lehrer, die wieder mehr Zeit für die Schülerinnen und Schüler haben. Wir wollen Schulleiter, die wieder Zeit für pädagogische Konzepte haben. Das, wofür sie eigentlich ausgebildet wurden und ihre Aufgaben sind. Eine Schule, die Freude am Lernen vermittelt und die die Kinder gerne besuchen. Denn Freude wirkt sich positiv auf den Lerneffekt aus. Das sollten Sie vielleicht auch wissen. Zum Schluss meiner heutigen Rede im Bildungsbereich. Ich wünsche allen Kindergartenkindern, allen Schülerinnen und Schülern, allen Studierenden, Pädagoginnen und Pädagogen und natürlich auch Leiterinnen und Leitern erholsame Ferientage. Und ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen in allen Bereichen für ihren Einsatz unter wirklich schwierigen Bedingungen, meist über das geforderte Maß hinaus. Sonst wäre dieses System schon gekippt, Herr Minister. Und allein Ihnen ist es zu verdanken, dass es funktioniert. Und ich werde mich weiterhin bemühen und dafür einsetzen, dass sich hier etwas bewegt und verbessert wird. Danke. Petra Tanzler von der SPÖ stimmt den Forderungen der NEOS zur Entlastung der Lehrerinnen und Lehrer zu. Die Lehrkräfte müssen wieder mehr Zeit für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler und die Unterrichtsvorbereitung haben. Und der SPÖ-Bildungssprecherin fordert den Ausbau der Ganztagsschulen in Österreich. Tanzler war für ihre Zeit als Abgeordnete Volksschuldirektorin in Niederösterreich.